Hallihallo, die Steinemeisterei grüßt euch wieder mal zu einem kurzen, knackigen Review-Video aus der Welt der Verbrecher und der Polizeikops. Haben wir uns hier mal heute ein älteres Set rausgesucht aus dem Jahr 2013. Die Setnummer 60007. Verfolgungsjagd, so heißt das Set ganz schlicht und einfach. Und hier ist der Name im Programm. Also wir haben also wirklich hier dieses Storyboard mit Einbrecher, Fluchtfahrzeug, entsprechenden Verfolgungseinsatzfahrzeugen, den Cops dazu und hier die entsprechenden Hilfsmittel. Das alles hier in diesem Set enthalten. Diese drei Figuren also mit dabei. Und dann außerdem 284 Elemente im Einzelnen. Jo, zu den Figuren haben wir ganz links, der heißt ja Chase McCain, so also die offizielle Bezeichnung oder Name dieses Cops, der also hier in seiner Uniform mit schusssicherer Weste selbstverständlich und hinten drauf Police-Sticker oben, also als Festaufdruck. Jo, macht einen sehr jungen, dynamischen Eindruck. Der also mal Figur Nummer 1. Dann haben wir als zweite Figur hier dabei einen Officer, einen Elite-Polizisten, der hier dann unser Motorrad steuert, der grundsätzlich in der gleichen Uniform, nur dass er eben seinen Helm auf hat. Ansonsten sieht er mal identisch aus. Und wir haben unseren Gauner, unseren Ganoven hier dabei. Sieht man natürlich gleich an der Farbe. Die Gesichtszüge verraten auch vieles. Ja, und der hier mal in der Hand so eine kleine Goldbarren, also Goldplatte, auch ein recht seltenes Element, habe ich so oft noch gar nicht gesehen. Und der hat hier hinten dann auf seinem Body aufgestickert, halt hier nochmal so ein paar Schlüssel, die er dann sicherlich für seine Clues benötigt. Jo, also mal diese drei Figuren kurz vorgestellt, diese also im Set enthalten. Des Weiteren haben wir hier so kleine Hilfsmittelchen, wie ich schon gesagt habe. Und das wäre mal zum ersten hier diese Polizeiabsperrung, die mir eigentlich ein bisschen groß geraten ist, beziehungsweise hoch geraten ist, also so im Verhältnis zu den Figuren und zu den Autos. Das ist also vielleicht nicht ganz so optimal, aber okay, das passt. Was mir gut gefällt, ist der Sticker hier oben drauf. Sieht gut aus. Jo, dann mal hier noch so einen kleinen Abspeckkegel und diesmal hier in diesem Set enthalten solche Nagelkette. Das sind also hier einfach so Elemente aus der Technikwelt zusammengetackert und mit dem Hintergrund, dass wenn eben hier dann das Fluchtfahrzeug rüberfährt, dass ihm dann ganz einfach die Reifen zerplatzen und das Fahrzeug zum Stillstand kommt. So, das mal alles dabei. Schauen wir uns mal das Fluchtfahrzeug an. Also dieser rote Sportwagen. Und der hat auch Abmaße. Nämlich haben wir hier in der Länge knapp 12,5 Zentimeter und in der Breite in etwa 4 cm. Die Höhe ebenso 4 cm, also flach und lang. So muss ein Sportwagen sein. Jo, im Inneren relativ unspektakulär. Gelber Sitz, gelbe Steuer, nicht mehr und nicht weniger. Und dann die Windschutzscheibe. Ansonsten sieht das relativ unspektakulär aus. Wir haben hier so ein bisschen Sticker-Elemente hochgezogen. Aber die geben dem Ganzen auch nicht wirklich den Reiz. Also, das ist einfach mal ja, ein recht billiges Sportfahrzeug. Kann man sich streiten, ob das schön aussieht oder nicht. Ist nun mal da. Und wir haben selbstverständlich, wie sich das gehört, für die City-Serie im Nummernschild die aktuelle Setnummer aufgedruckt. Heißt 60007. Das finde ich immer ganz gut. Ist auch mal so, wenn man so ein Teil mal später mal findet. Ah, da weiß man also sofort. Aha, zu diesem Set gehört das. So, des Weiteren haben wir hier wieder so ein schickes Einsatzfahrzeug, nämlich das Motorrad. Das kennen wir so aus anderen Sets auch. Gibt es also auch nichts Besonderes. Hinten die Halterung für einmal Handschellen und einmal Funkgerät.
Und was ich jetzt hier wieder sehr schön finde, sind halt hier diese glatten Fliesen halt mit dem Sticker Police oben. Die gefallen mir gut mit dem Dunkelblau. Das finde ich immer recht nett. Jo, ansonsten das Chassis wieder in weiß. Die Reifen grobstollig. Das ist also dieses klassische Polizeimotorrad, wie wir es schon zuhauf gesehen haben. Wieder mit dabei. Und zu guter Letzt dann noch unser großes Einsatzfahrzeug. Also Jeep-Form, SUV-Form, 13 cm in der Länge, 7 cm in der Höhe und ganze 6 cm in der Breite. So, und du machst das hier so erstmal einen Eindruck, als ob dieses Fahrzeug so ein bisschen gepanzert wäre. Nämlich so dieser Rahmen und so dieses Dicke macht erstmal so diesen Eindruck. Dann ist das ganze Fahrzeug schon doch wirklich sehr hochgezogen, hat also große Reifen und entsprechend auch eine ordentliche Bodenfreiheit. Also das also wirklich so Richtung Jeep SUV und natürlich vorne dann hier der große Bullenfänger noch dran. Also das sieht sehr robust aus und sieht auch echt cool aus, das Teil. Hat auch irgendwie ein gutes Gewicht, also man hat da was in der Hand, das ist also nicht nur Luft drin, sondern das ist halt wirklich so knackig gut aufgebaut. Das gefällt mir gut. Wir haben hier hinten einen kleinen Kofferraum eingearbeitet, wobei der auch wieder recht hochgezogen ist. Ja, und da haben wir halt so kleine Hilfsmittelchen, Handschellen und einmal Funkgerät passen da rein. Ja, könnte man sicherlich auch noch ein paar andere Sachen, Accessoires reinmachen. Ja, und das war's dann eigentlich. Hier hinten haben wir dieses Flat-Teil nochmal, das heißt diese Fliese. Das ist also nochmal so eine Seriennummer mit dem Kürzel VR-NK4JFXD. Das ist also wieder hier mal so eine Unikats oder ja, ein Zeichen für ein Unikat. Und ansonsten haben wir die klassischen Police-Sticker hier oben aufgezogen, die sich dann ebenso hier vorne auf der Motorhaube wieder befinden. Jo, macht also in Summe mal einen guten, soliden Eindruck, vor allem hier dieses Fahrzeug, das gefällt mir richtig gut. Ja, und dann halt mal diese Story kurz nachgespielt, haben wir also hier dieses Nagelbrett und was passiert, abgesperrt und so weiter. Und natürlich dieser Sportwagen knattert dann hier über diese Ketten und würde sich natürlich dann logischerweise die Reifen zerstören. Ja, ob man das so in der Praxis heute noch verwendet, weiß ich nicht. Ich denke mal eher nicht. Aber darum geht es ja auch nicht. Wir wollen hier spielen und da ist das natürlich alles mal wieder gelungen. Also in Summe gefällt mir das Set gut. Was ich ein bisschen nicht so toll finde, ist halt diese Form oder das Design des Sportwagens. Da hätte man sich eventuell mehr Mühe geben können. Farbe Rot deutet ja eigentlich schon so in Richtung Ferrari hin, aber von der Ferrari-Form, also da sind wir glaube ich noch recht weit entfernt, passt nicht so ganz. Dafür umso schöner der Jeep, das Einsatzfahrzeug, das finde ich da halt umso mehr und umso schöner und von daher in Summe, wie gesagt, eine gelungene Sache. Auch halt immer diese Idee mit dieser Kette und diesen Absperrungen finde ich. Gut, jo, das mal zu diesem Set mit der Nummer 60007 Lego City Verfolgungsjagd aus dem Jahr 2013. 284 Einzelteile sind hier dabei und außerdem drei Figuren, die wir hier noch mal sehen. So, jo, das mal zu diesem Set. Ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns sicherlich und hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin macht es gut, die Steinemeisterei.